Das ist Steffi im Jahr 2030. Wir besuchen sie heute in ihrer Arbeitswelt. Hey, los geht's auf eine Reise. Die Herausforderungen sind komplexer und die Arbeitswelt vernetzter geworden. Schauen wir uns an, was sich alles verändert hat. Mein erster Ausbildungstag. 1991 war digitales Arbeiten Zukunftsmusik. Damals wurde vieles noch per Brief geregelt. Heute ist das unvorstellbar. Allein an einem Tag werden 280 Milliarden E-Mails weltweit versendet. 20 Jahre später hat das Internet die Büros revolutioniert. Ohne E-Mail ging nichts mehr. 50 Mails pro Tag und nach 2 Wochen Urlaub erst. 2021 bringt das neue Arbeiten viele Vorteile mit sich. Digitale Kommunikation macht lange Reisezeiten oft unnötig. Wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich für ein 2-stündiges Meeting stundenlang gefahren bin. Die Digitalisierung ist schon lange ein wichtiger Teil unserer Lebenswirklichkeit. Das spürten wir auch in der Zusammenarbeit mit Kunden und innerhalb der Organisation. Du meinst die Einführung von Microsoft 365 und all den Apps? Nicht nur. Bei der Digitalisierung nach innen war viel mehr gefragt als nur die Installation von Teams und Co. Genau deswegen haben wir 2021 das Programm Connect ins Leben gerufen. Connect hat als neue Art der Zusammenarbeit Fachkompetenzen besser zusammengebracht und Arbeitsabläufe transparenter gestaltet. Das ist aber sehr theoretisch. Zeigen wir lieber, was das für mich und meine Arbeit bedeutete. Klar, bei Connect ging und geht es immer darum, wie wir zusammenarbeiten. Wir vertrauen darauf, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen und jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leistet. Hierfür nutzen wir unsere individuellen Handlungsspielräume und unsere Führungskräfte stehen uns dabei als Coaches zur Seite. Wir wurden alle mutiger und haben neue Themen beherzt vorangetrieben. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht, aber das gehört dazu, wenn man sich etwas traut. Wir wollen uns vernetzen. Kompetenzen. Themenspezifisch zusammenbringen und Wissen transparent teilen. Und dabei Grenzen überwinden, über Fachbereiche, Standorte und Unternehmen hinaus. Wenn Arbeitsstände für jeden sichtbar sind, gehören unerledigte Aufgaben, Doppelarbeiten und endlose Meetings der Vergangenheit an. Stimmt, unterschiedliche Teams rücken weiter zusammen. Aber es gab auch Herausforderungen. Beispielsweise meine unfertigen Dateien sichtbar in die Cloud zu legen, war eine Umstellung, hat unsere Arbeit aber enorm beschleunigt. Wir wollen bedarfsgerecht in den richtigen Kanälen kommunizieren. Dafür haben wir Leitplanken, welche Medien für welche Inhalte und Anlässe genutzt werden. Das waren aber keine starren Regeln und natürlich hat uns das Connect-Team toll unterstützt. Um diese Ziele zu erreichen, wurden konkrete Initiativen angestoßen. Dazu gehörten neben dem Thema Kultur auch die Arbeitsplatzgestaltung und Projekte zur digitalen Kommunikation. Es ist einiges passiert. Und was ist dein Fazit? Fragen stellen, ausprobieren, Feedback geben, mutig sein. Das hat mir und meinem Team geholfen, unsere Arbeit nachhaltig zu verbessern. Durch Connect erweckten wir unsere Vision der Zusammenarbeit zum Leben und gingen den logischen nächsten Schritt in Richtung Zukunft. Ganz genau so, wie es mit der Mail vor 30 Jahren war. Jeder kann von Connect profitieren. Seien Sie dabei, helfen Sie mit und lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam gestalten.